So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir starten die Baumwissen-Kurzreihe. Kurzbaumwissen-Reihe. Survival-Baumwissen. Ich muss mir noch einen schmissigen Titel, der nicht allzu bescheuert klingt, einfallen lassen. Das mache ich dann hinterher. So, wir fangen an mit der Buche, Fagus sylvatica. Er ist die in Deutschland am häufigsten natürlich vorkommende Baumart. Also ist sie in jedem Fall. Sie wäre noch erheblich häufiger, wenn nicht oft was anderes gepflanzt worden wäre, wobei der Buchenanteil stetig zunimmt und der Kiefer und Fichte, die beiden anderen Dinger, die sehr, sehr häufig sind, Anteil stetig abnimmt. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die Buche wieder einigermaßen repräsentativ häufig vielleicht vorhanden sein wird. Ja gut, 90% wird sie nie erreichen, das hätte sie mal ursprünglich mal gehabt. Ungefähr 90% vom Waldanteil, zumindest teilweise mit Buche bestockt. Deswegen Frage Nummer 1, also ich will ja immer drei Teile machen bei diesen Videos. Ich erkläre es nochmal schnell hier im ersten. Wo findet man die Baumart? Ja, im Fall von Buche geht irgendwo in den Wald und entweder steht da eine oder da steht keine. Buche hat keinen spezifischen Standort. Ich kann euch also nicht sagen, wo ihr am besten Buche findet. Ich kann euch höchstens sagen, dass ihr auf Sand eher keine findet. Da solltet ihr wahrscheinlich irgendwo hin, wo nicht so sehr sandige Böden sind. Wie ihr das rausfindet, googelt mal die geologische Karte eures Bundeslandes und schaut mal, wo überall Sand ist. Wenn ihr in Brandenburg lebt, überall. Wenn ihr in Bayern lebt, zum Beispiel um Nürnberg, immer da findet man keine Buche und ansonsten wirklich irgendwo hingehen. Buche steht auch nicht explizit an Flüssen, kann aber in der Nähe von Flüssen dann auch schon wieder anzutreffen sein. Am besten geht ihr einfach irgendwo hin, wo keine besonderen Geländemerkmale sind. Da ist Buche am ehesten zu finden. So, was können wir mit Buchenholz anfangen? Buchenholz ist schwer und hart. Beides ziemlich ordentlich. Das ist dahingehend dann schlecht, wenn man aus Buche irgendwas bauen möchte. Wir sind ja im Survival-Bushcraft-Bereich nicht darauf angewiesen, ultra starkes Holz zu nehmen, damit das, was wir bauen, ultra stabil ist. Jedes erdenkliche, noch so weiche Holz würde für ein einfaches Survival-Shelter oder irgend sowas in der Richtung ausreichen. Sollten wir allerdings ein Blockhaus mal bauen sollen, weil die Zombies längerfristig zu Besuch sind oder ähnliche Szenarien passiert sind, dann kann Buchenholz als Bauholz eine gewisse Rolle spielen, aber man muss es sorgfältig trocknen, sonst kriegt es arg schnell Risse. Das ist ein bisschen schwierig und das wird bei nicht maschinellen Trocknungsmöglichkeiten oder nicht riesigen Holzlagerplätzen, die uns im Wald nicht zur Verfügung stehen, ne, etwas schwierig. Deswegen würde ich Buchenholz nicht zwingend als gutes Bauholz bezeichnen. Was man mit Buche allerdings gut machen kann, ist, wenn man ein Stück Buchenholz hat, dass man das über einen heißen Topf mit heißem Wasser, Wasserdampf, ne, entsprechend hebt, eine Weile drüber lässt. Und dann wird das Lignin, also der Zement, der quasi die einzelnen Zellulosefasern im Holz umschließt und dafür sorgt, dass Holz nicht seitlich verbogen werden kann, wird dann weich. Und dann können wir unseren Buchenast in eine von uns gewünschte Form biegen, warten, bis er wieder kalt wird und dann ist er wieder stabil, mehr oder weniger. Man kann so sehr stabile Biegekonstruktionen wie Kleiderhaken, Topfhalter oder ähnliches herstellen, die auch ziemlich dauerhaft sind, solange wir unsere Buchenholzprodukte nicht unbedingt auf den Waldboden legen, denn Buchenholz ist nicht sehr dauerhaft und wird relativ schnell biologisch abgebaut. Relativ schnell, beziehungsweise es verliert ziemlich schnell an entsprechend Stabilität. Es gibt auch noch schlimmere Hölzer, aber gut ist Buche da in der Hinsicht auch nicht. So, was kann man denn explizit mit Buchenholz besonders gut machen? Ist eins der, ja, aus meiner Sicht, das zweitbeste Brennholz für die meisten Zwecke, das man im Wald so finden kann. Anders als Eiche lässt sich Buche noch einigermaßen gut entzünden. Trockene Buche, ne? Immer trockene Buche. Ist aber durch seine Schwere und seine Härte ein Holz, das sehr viel Kohle bildet. Holzkohle, wenn man es entsprechend eben verbrennt. Wir kriegen also sehr, sehr viel Glut und sehr lange nachglühende Glut, wenn wir ein Buchenfeuer verwenden. Außerdem hat Buchenholz ein gewisses Aroma, das bei Grillen auf Holz, meinetwegen das Fleisch vom erlegten Hirsch, natürlich nur in einem Survival-Szenario, sonst ist Wilderei, können wir dann auf unserem Grill entsprechend oder direkt in den Buchenkohlen entsprechend rösten und kriegen dann automatisch durch das Buchenholz Feuer ein gewisses Aroma ins Fleisch, weil Salzstreuer haben wir nicht, Pfeffer haben wir auch nicht, vermutlich. Also wäre ein Buchenfeuer durchaus eine gute Idee, damit das Fleisch, mal abgesehen davon, dass nach Fleisch schmeckt, noch nach was anderem schmeckt. Also so gesehen sicher nicht verkehrt. Funktioniert im Übrigen auch mit Gemüse. Man kann auch Gemüse auf Buchenfeuer grillen, dann schmeckt es auch anders, als wenn man es nicht auf Buchenfeuer gegrillt hat.
mit Buchenholz hat man auch eine hohe Chance, ein Feuer zu bauen, das sehr lange noch Wärme abgibt. Insbesondere irgendwelche Feuerkonstruktionen mit langen Stämmen, die man aufeinander schichtet, um ein langes Feuer zu erzeugen, das möglichst viel Wärme zur Beheizung eines Shelters abgeben soll. Da ist Buchenholz ebenfalls gut geeignet. Die Schwierigkeit ist nur, man muss wissen, was man tut, dass Buche ja eher schwer zu entzünden ist. Schwere Hölzer, schwer zu entzünden, aber lange brennend. Das könnt ihr euch gleich mal merken für alle anderen Videos dieser Reihe, die da noch entsprechend kommen. Wenn wir es entzündet bekommen haben, dann können wir mit einem relativ dicken Astbuche, der noch zu tragen war, schon davon ausgehen, dass wir 8-9 Stunden vielleicht sogar ein Feuer, das selbstständig eben so lange brennt, zustande bringen können, wenn wir es können. Ich persönlich muss da auch noch mehr experimentieren in dem Bereich. Ich empfehle in diesem Zusammenhang, ich hoffe, ich verlinke es, wenn ich es nicht vergesse, How to Build the Long Fire vom Far in the North Bushcraft und Survival Typ. Der Typ mit dem langen, langen Bart, der so ein bisschen aussieht wie der Weihnachtsmann in Alaska hockt. Also der Mann, den finde ich toll. Und was gerade so Feueranwendungen angeht, ist der absolut top. Guckt euch das mal an und denkt euch eben als das Holz, das ihr verwendet, gegebenenfalls Buche, wenn ihr es schafft, es anzuzünden. Na, das wäre auf jeden Fall eine tolle Verwendung, wenn man Buchenholz verwenden kann. So, wofür kann man Buche noch nehmen? Buche hat neben dem Holz noch andere lustige Eigenschaften, genau genommen eigentlich primär eine, nämlich Bucheckern. Bucheckern sind kleine Nüsschen, die sind essbar. Man sollte sie allerdings nicht in Mengen über 50 Gramm roh verzehren. Bis 50 Gramm ist kein Problem und 50 Gramm ist auch noch vorsichtig geschätzt. Wahrscheinlich könntest du auch 100, 150 Gramm futtern, bevor dir was Schlimmes passiert, denn da ist drin Phagin. Phagin ist ein leicht giftiges Stoff, der eigentlich dafür gedacht ist, Fraßfeinde der Buche entsprechend abzuwehren. Die meisten Tiere können Bucheckern in größeren Mengen problemlos verdauen. Wir haben da halt eben unsere Schwierigkeiten mit unserem Zivilisations-Mimöschen-Magen und müssen deshalb ein bisschen vorsichtig sein und die Dinge halt eben vorher rösten, dann schmecken sie aber ohnehin besser. Man kann Bucheckern auch zu Mehl mahlen oder dann irgendwelche Kekschen draus backen. Dabei muss man allerdings beachten, dass Bucheckernmehl kein Gluten enthält oder auch keine sonstigen Klebeeiweiße und daher ein sehr lockeres, nicht klebendes Mehl eben entsprechend ergibt. Man muss also irgendwas dazufügen, das dafür sorgt, dass das Ganze schön klebt, damit man damit wirklich einen vernünftigen Fladen backen kann. Beispielsweise ein Ei. Wo ihr jetzt ein Ei hernehmen sollt, wenn die Zombies hinter euch her sind, kann ich euch auch nicht sagen. Vielleicht fällt euch was anderes ein oder ihr habt noch ein bisschen Zuckerwasser oder sonstigen Zucker oder noch irgendwas in eurer Ausrüstung, was ihr zum Binden von Buchenmehl, Buchecker Mehl entsprechend verwenden könnt. Buchenmasten, also die Jahre, in denen viele Bucheckern gefunden werden, finden durchschnittlich theoretisch eigentlich alle 4 Jahre statt. In letzter Zeit war fast jedes Jahr eine Mast. Das könnte durchaus theoretisch so weitergehen. Weiß keiner so genau, wäre schwierig zu prognostizieren aus forstwissenschaftlicher Sicht. Der Arbeitsaufwand für 100 Gramm Bucheckern sammeln, schälen und in eine essbare Form bringen beträgt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, circa eine Stunde bis 45 Minuten. Für Otto-Normalverbraucher sage ich jetzt mal, man muss allerdings ein paar Mal gemacht haben, für Leute, die in sowas talentiert sind und ohnehin schnelle Finger haben. Die mögen das vielleicht eventuell auch noch ein bisschen schneller schaffen. Bucheckern haben dadurch, dass viel Öl drin ist, etwa 350 Kalorien pro 100 Gramm. Eine Ernährung mit Bucheckern ist also rein vom Zeitaufwand zu Energiegehalt der Bucheckern tendenziell möglich. Ist auch zumindest als Ergänzung definitiv eine gute Idee, insbesondere wenn man mit einer Gruppe in irgendeinem wir müssen uns jetzt aus dem Wald ernähren Szenario landet, kann man ein paar Gruppenmitglieder zum Bucheckerpoolen eben entsprechend abstellen und Buchecker sammeln, dann kann das schon eine durchaus recht effiziente Möglichkeit zur Nahrungsgewinnung sein und Bäume mit wirklich effizientem Nahrungsmittelanteil gibt es wenig, deswegen muss ich das hier bei der Buche wirklich ordentlich hervorheben. Das ist nämlich wichtig. So, und das wäre es im Wesentlichen schon gewesen. Weitere spezifische Buchenholz- oder Buchenzusatzstoffanwendungen gibt es dann nicht mehr. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.